Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Quantus. Heute möchte ich euch über den aktuellen Clankrieg berichten und über den vergangenen Clankrieg, was da schiefgelaufen ist, warum haben wir diesen Clankrieg verloren. Fangen wir mit dem vergangenen Clankrieg an. Wir haben 53 zu 55 verloren und schauen wir uns mal die Kämpfe an. So, wir hatten hier neue Mitglieder und zwar den ASJC. Fast ein Maximum Rathaus 11, der nur einen Kampf gemacht hat, was natürlich entscheidend dazu beigetragen hat. Also ihr seht, er ist fast Maximum von seinen Einheiten her. Da fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Zauber genauso. Bei den Helden ist er auch schon ziemlich hoch mit 41 und 35. Und ja, ihr seht, er hat keinen Clan, ist inaktiv. Das war auch der Grund, warum wir diesen Kampf verloren haben. Jetzt dummerweise könnt ihr nicht sehen. Von seiner Def her auch fast alles Maximum. Ja, und dieser Mensch hat halt nur einen Kampf gemacht. Das war mit ein Grund. Es geht noch weiter. Der Spieler Snipe X hat jetzt bei uns zwei Clankriege mitgemacht. Und hat nicht einmal zwei Sterne geholt, obwohl er hier, schauen wir uns mal den zweiten Kampf an, von der Def her, er ist selber Rathaus 10 und diese Def hier ist auf Rathaus 8 Niveau, nicht mal Maximum, und er schafft es nicht, zwei Sterne zu holen. Ja? Also das ist schon ziemlich schlecht. Deswegen wurde er auch gekickt. Also wenn man neue Mitglieder aufnimmt, ist es natürlich immer gut, wenn sie vorher sich beweisen können in einem unteren Clan, falls man mehrere Clans hat, oder eventuell Testkämpfe machen lässt, bevor man ihn dann tatsächlich auch im Clankrieg einsetzt. Wir hatten mehrere davon jetzt, die halt entweder gar nicht angegriffen haben, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Was natürlich dann zur Folge hat, dass stärkere Leute weiter unten angreifen müssen und oben dann die Angriffe fehlen. Das ist natürlich katastrophal. Also wir sagen natürlich, hier zum Beispiel, warum hat er, die Queen ist gestorben, er hat noch beide Giftzauber, er hat die Giftzauber nicht gesetzt. Ich meine, wenn auf eine Queen ein Drachen und drei Loons zufliegen, dann muss man da einfach nachsichern mit den Giftzaubern. Ne? Also ich sag's ja immer wieder, Giftzauber haben die dreifache Wirkung. Sie verlangsamen die Truppen, sie vergiften die Truppen, töten sie also auch langsam und sorgen dafür, dass die weniger Schaden machen. Und deswegen ist der Giftzauber, den hat er jetzt auch immer noch nicht gesetzt. Ne? Er lässt sich seine Ballons töten. Also ganz schlecht, ganz schlecht. Wenn er jetzt zum Beispiel den Freeze auf den Drachen gemacht hätte und dann die Giftzauber drauf, dann wäre der Drache noch gestorben, ja. Also einfach sehr schlecht. Deswegen wurde er auch gekickt. So, schauen wir mal weiter. Die zwei alleine hätten schon ausgereicht, dass wir diesen Kampf, diesen Clankrieg gewinnen. Und hier haben wir den Extreme Clasher und Bronx, die beide keinen Angriff gemacht haben und dadurch tatsächlich dafür gesorgt haben, dass obere Angriffe weiter nach unten gezogen werden mussten. Und ja, die haben dann halt einfach oben gefehlt. Ne? Also wenn natürlich ich zum Beispiel mit Quantus 3 oder mit Quantus 2 weiter oben noch aushelfen kann, dann ist es natürlich möglich, hier eventuell nochmal mit zwei Sterne ranzugehen. So, das war also der Grund. Viele neue Mitglieder im Clankrieg und wir haben diesen Kampf dann verloren. Schauen wir mal in den aktuellen rein. So, da sieht es so aus. Wir haben... Kali hat schon beide Kämpfe gemacht. Unsere Nummer 2 hat noch keinen Kampf gemacht. Ich habe noch einen Kampf mit Quantus 2. Den werde ich auch wahrscheinlich gleich mal machen. Ich muss natürlich noch auf den Go warten. Dazu muss ich auch gleich mal den Account noch wechseln. Ich werde also die 1 angreifen, weil ich ja die 2 leider nur mit 2 Sternen geschafft habe. Den Kampf können wir uns mal anschauen. Woran lag's?
Ich habe jetzt drei Luftabwehren geblitzt, obwohl hier schon zwei Luftabwehren auf Level 8 sind. Ich habe dann halt die 6 Blitzen erstmal die Level 7 Luftabwehren geblitzt und hatte dann noch ein Erdbeben für die Level 8 Luftabwehr. Ich habe natürlich hier ein klein wenig Zeit verloren, indem ich nicht schnell genug die Zauber gesetzt habe. Ihr seht, 20 Sekunden habe ich für die Zaubersetzung gebraucht. Das war ein bisschen zu lang. So, die Drachen habe ich auch nicht so super schnell gesetzt. Also ich habe jetzt zum Beispiel immer noch zwei Drachen übrig und zwei Loons. Das Problem war, ja, es fehlte hier einfach ein bisschen an Geschwindigkeit insgesamt. Ich mache jetzt mal auch gleich den Kampf ein bisschen schneller. Hier auch noch ein Problem war, dass ich die Helden jetzt gleich ins Zentrum gesetzt habe, weil ich dachte, oh, es fliegt ja gar nichts ins Zentrum, alles fliegt am Zentrum vorbei, deswegen müssen die Helden nacharbeiten und das dauert natürlich, bis sich die Helden durch diese Mauer durchhauen. Ich meine, wenn ich vielleicht noch die Helden hier oben gesetzt hätte, dann wären es auch noch 3 Sterne geworden, weiß ich nicht. Hier sind jetzt gleich nämlich auch Drachen ins Zentrum geflogen, beziehungsweise ein Drache. Aber ja, ich denke mal, vielleicht wäre es dann auch nur ein Stern geworden. Ich weiß es nicht. Also es ist sehr schwer zu sagen. Also ich habe jetzt hier im Zentrum schön halt alles geklärt, aber jetzt am Ende hat halt die Zeit gefehlt. Keine Dev mehr da. Ich habe jetzt noch beide Helden, den King und die Queen und noch 2 Drachen, aber es fehlt am Ende die Zeit. Ja, die Helden hängen an der Mauer fest. Das war natürlich ärgerlich. Das hätten 3 Sterne werden können oder eigentlich müssen, wenn ich am Anfang nicht so viel Zeit für die Zauber verwendet hätte oder für die Truppensetzung. Ich hoffe nicht, dass es an diesem Kampf scheitert, aber wir haben ja noch einige Kämpfe, wobei im Prinzip ist es schwer. Also unsere Nummer 2, der kann natürlich auch noch versuchen, 2 Sterne bei der 1 zu holen. Was wirklich schwer ist. Es ist hier, wenn man gegen Max Rathaus 11 angreift, ist es einfach sehr schwer. Das ist der Kampf von Kali, unserer Nummer 1 gegen die 1. Er hat erstmal mit einem Riesen die Clanburg gelockt. Dann hat er jetzt schön den Gift gesetzt. Und die Queen schafft es natürlich, die Clanburg zu töten. So, jetzt muss er gleich schon den Wutzauber setzen oder die Queen zünden. Er hat die Queen gezündet und einen Wutzauber gesetzt. So, mal schauen, wie der Kampf weitergeht. Ich habe ihn selber auch noch nicht angeguckt. So. Die Mauerbrecher sind leider nicht durchgekommen. War noch 2 Mauerbrecher oben, die sind getötet worden. Und die unteren Mauerbrechern, haben es nicht geschafft. 2 Mauerbrecher haben nicht ausgereicht. So, jetzt war das Problem Inferno. Dann funktioniert natürlich die Heilkraft nicht mehr. Er hat schnell den Warden hinterhergesetzt und den Warden gezündet, sonst wäre die Queen gestorben. So, jetzt kommt er hier mit den Bowlern. Er hat noch einen Sprungzauber. Ich frage mich, warum. Ah, jetzt kommt der Sprungzauber. So, jetzt wurde der Adler gefreezed. Ich weiß nicht, es hat, glaube ich, der Sprungzauber war ein bisschen fehlgesetzt, vermute ich, dass er nicht mehr über die zweite Mauer gegangen ist. Hier sieht es so aus, als wenn die zweite Mauer nicht erreicht wird. Das kann mit ein Grund gewesen sein, warum kein Bowler ins Zentrum gelaufen ist. Ich vermute, dass das war der Grund. Also, jetzt hat er hier noch einige Bowler am Start. Leider werden die jetzt alle vom Inferno attackiert und somit ist keine Heilung mehr möglich. Er hat auch leider keinen Zauber mehr über, sodass alles jetzt gestorben
Ist. So, jetzt können wir mal rausgehen aus dem Kampf. So, und ich muss natürlich versuchen, mit meinem Angriff die 1 zu besiegen. Ich werde jetzt gleich mal fragen, beziehungsweise erstmal wechseln den Account. Und dann werde ich mal fragen, ob irgendeiner mir eine Freigabe erteilt. Übrigens hat es, falls die meine regelmäßigen Zuschauer hatten ja gesehen, dass in meinem letzten Video ein Grünstich war. Den habe ich wegbekommen. Ich habe hier eine Werksrückstellung gemacht und das hat dazu geführt, dass das Bild wieder sich normalisiert hat. Also ich habe schon gedacht, ich müsste das Tablet zum Händler bringen. Oh, ich sehe gerade, meine Helden sind etwas angeschlagen. Die muss ich erstmal boosten. So, ansonsten Truppen sind komplett. Was ich mir noch überlegen könnte, ich könnte noch die Drachenbabys fertig jammen, wobei ich nur ein Drachenbaby habe. So, ich denke mal, ich pausiere jetzt mal kurz die Aufnahme, damit meine Helden fertig werden können und ich werde euch dann noch wieder dazu holen, sobald ich ein Go bekommen habe für die 1 und ich den Kampf dann machen werde. Also, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mich dazu entschlossen, die Baby-Drachen fertig zu jammen. Ich zeige euch jetzt erstmal. Ich habe jetzt einen Drachen noch rausgenommen und dafür 3 Baby-Drachen rein. Und in 49 Sekunden sind die fertig. So, ich werde euch mal zusätzlich noch sagen, wie man jedes Mal, wenn man ein Upgrade macht von Truppen, Elixier geschenkt bekommt. Ich habe jetzt hier 18.000 Elix für 24 Drachen. Also 18.000 mal 24 an Elix. Und wenn die upgegradet sind, mache ich die Drachen wieder weg, die Babydrachen, und habe dann die Differenz als Gewinn im Elex-Bereich. Ne? Also das werden wir dann natürlich auch gleich noch sehen. So, ich habe jetzt die Drachen fertig gleich, noch 8 Sekunden. So, ich jamme die jetzt hier fertig. Ich meine, klar, im Normalfall macht man das für natürlich nicht bei über 271 Truppen. So, jetzt habe ich die Babydrachen auf Maximum und jetzt werdet ihr sehen, jetzt kosten die Babydrachen 19.000, das heißt, ich gewinne 1.000 Elex pro Drache. Das ist jetzt nicht so enorm viel. Hier habe ich auch das Gefühl, dass die Babydrachen billiger geworden sind. Naja, bei den Drachen zum Beispiel lohnt sich das mehr. Oder wenn ihr tatsächlich sogar 480 Truppen habt, dann habt ihr das natürlich die doppelte Anzahl von Verbesserungen. So, dann werden wir jetzt mal angreifen. Wir haben Go gekriegt von Alf für die 1. Und ich zeige euch mal, wie ich angreifen werde. Also ich habe mir überlegt, ich werde hier von Süden aus angreifen mit dem Großteil der Drachen. Und den lohnt es natürlich. Ich werde diese Luftabwehr hier blitzen. Dann die Drachen hier verteilen im unteren Bereich. Und hoffen mit den Wutzaubern, 2 Wutzauber, dass sie relativ gut im Zentrum vorrücken. Die Babydrachen werde ich mir nochmal aufheben, um dann eventuell noch das Rad loszubekommen. So, dann wollen wir mal schauen. Ein Fries habe ich ja auch. Auf den Adler. Ich denke mal, ja. Oh, ich höre gerade mein
Geschirrspüler ist fertig, den muss ich mal kurz ausstellen. Piept der hier noch fleißig. So. Dann werden wir mal diesen Angriff wagen. Also ich bin zwar nicht so guter Hoffnung auf 2 Sterne, aber ja, mehr als probieren können wir nicht. Ich habe auch keinen Giftzauber, aber die Drachen wehren sich ja ganz gut gegen die Truppen des Gegners. So, wollen wir mal angreifen. Erstmal die Luft abwehren. Die eine. So, da versuche ich natürlich erstmal das Erdbeben so setzen, dass ich auch noch das Rathaus mit ankratze. So, und jetzt muss ich die Drachen setzen. Hier oben werde ich jetzt mal einen Wutzauber setzen. Die Clanburg, den Warden. Dann werde ich hier den zweiten Wutzauber setzen. So, jetzt schauen wir mal, wie die Drachen durchkommen. Wir können ja den Warden noch zünden. Machen wir jetzt auch gleich. So, hier haben wir jetzt noch nicht viel freigekriegt. Ich werde jetzt hier mal die Helden setzen. Und wenn er geschossen hat, werde ich den Adler freezen. Ich muss den so mal schauen, ob ich jetzt die Drachen, die Babydrachen zum Rathaus bekomme. Nee. Die fliegen leider nicht zum Rathaus. Schade. So, wo setze ich den Wutzauber jetzt? Ja, leider gar kein Stern. Ich habe zu wenig freigeräumt, um ans Rathaus zu kommen. Aber gut, mit dem zweiten Stern wäre es eh nichts. Die Truppen waren jetzt auch nicht so perfekt gesetzt. Ich habe war ein bisschen langsam. Aber gut, es war ein Versuch wert. Gegen Max Rathaus 11 ist es einfach auch nicht so leicht. Ich hätte vielleicht den Freeze nicht mitnehmen sollen und dafür noch einen Wut. Ja, ich weiß es nicht so genau. So, ich werde euch dann im nächsten Video nochmal berichten, wie der Clankrieg ausgegangen ist. Der Gegner hat jetzt noch einige Angriffe oben. Wir haben jetzt noch beide Angriffe von unserer Nummer 2. Die hat es natürlich auch sehr schwer. Entweder gegen die 2-3 Sterne oder gegen die 1-2 Sterne zu holen. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit. Schauen wir mal, was unsere Nummer 2 für Truppen hat. Das sieht nicht so gut aus. Das Beste sind die Walküren auf Level 5. Bola erst auf Level 1. Ja, da wird er wohl auch extreme Probleme bekommen. Ja, gut. Das war's dann von meiner Seite aus. Ich sag tschüss. Denkt dran, falls euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao, euer Quanto.